kommen wir mal zu deiner Frage. Erkläre uns mit einigen kurzen Worten, warum du glaubst, der richtige Mr. Berlin zu sein. Und was ist so besonders an dir? Gar nicht leicht die Frage. Ich lasse dich mal so eine kleine Sekunde verschnaufen und überlegen. Ich hoffe, dir ist jetzt was eingefallen. Es ist etwas schwer, natürlich manchmal eingebildet klingen, aber ich glaube zumindest, dass ich versuche, immer alle Leute positiv zu stimmen und hoffentlich sympathisch rüberkomme und immer lustig drauf bin. Und ich denke auch nicht, dass ich jetzt unbedingt schlecht aussehe, es ist auch nicht, dass ich gut aussehe, das ist eine Geschmackssache. Und ich denke auch, dass ich Berlin gut präsentieren würde. Ich bin waschechter Berliner und ja, ich hoffe, ich kann Berlin dort gut vertreten, wenn ich gewinne. Ich hoffe, die Jury hat das von dir gehört. Dankeschön. Unsere Startnummer 1, Kim Donovan. Tobias zieht die Karte und ich stelle dir mal die Frage. Oh ja, das ist interessant. Viele Leute sagen, dass man bei Misswahlen oder dass bei Miss- und Misterwahlen ein ständiger Konkurrenzkampf hinter der Bühne herrscht. Was kannst denn du dazu sagen? Wie ist denn heute die Stimmung hinter dieser goldenen Wand? Die Konkurrenz ist eigentlich nicht vorhanden, muss ich schon sagen, gerade bei uns Jungs. Ich weiß nicht, wie es bei den Damen ist. Ich bin jetzt nicht so rübergehuscht und habe mal gefragt, ja okay, wie ist es bei euch? Aber wir Jungs vertragen uns super, gerade weil wir jetzt nicht so viele sind. Und insgeheim ist bestimmt so, dass jeder gewinnen will. Aber wir sind alle ganz nett zueinander, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und ja. Kein Klatsch und Tratsch, den wir hier aus ihm rausbekommen können. Nö, eigentlich nicht. Man unterhält sich über dies und das. Ja, das war unsere Startnummer 5 bei den Damen. Und wir kommen jetzt zur Startnummer 6 bei den Herren. Tobias, ist dir schon eine Karte ausgeguckt, die es sein darf? Die soll es sein. Wir haben ja vorhin von Anne-Julia gehört, dass es der Titel Miss Germany viele Türen öffnet und dass es viele Möglichkeiten gibt danach. Wenn jetzt zum Beispiel dir ein Fernsehsender die Chance geben würde, in einer Fernsehsong mitzuspielen und es stehen mehrere Charaktere zur Verfügung, für welchen würdest du dich entscheiden? Welchen würdest du am liebsten spielen und warum? Ja, ich gucke in der Regel nicht so viel Fernsehen, bin da jetzt nicht so im Bilde drüber, aber ich denke, irgendeine lustige Rolle würde mir ganz gut gefallen oder irgendeine Rolle, womit sich die Leute gerne im Alltag identifizieren möchten. Gibt es einen Schauspieler, den du besonders toll findest, wo du sagst, oh, so eine Rolle würde ich auch gerne machen? James Bond oder so? Ja, James Bond wäre auf jeden Fall klasse, aber Tom Cruise ist auch gut in seinen Filmen, hat mir auch immer sehr gut gefallen. Wunderbar, dann danke ich dir erstmal, vielleicht bald angehender Schauspieler. Können wir mal gucken. Start Nummer 6, komm zu mir, Camille, und zieh deine Frage. Und natürlich auch der Jury, denn die schauen euch noch einmal ganz genau an und entscheiden jetzt, wer ist unser Drittplatzierter, Zweitplatzierter und wer ist Mr. Berlin 2011-2012. Und damit Dankeschön an unsere Herren. Und jetzt kommen die Damen, Kerstin, Antje, Maria, Camilla und Emily. Und dann wer bereitet sich denn hier auf den Abgang vor? Hast du jetzt gar nicht wissen, wer gewinnt? Aber ich schaff's nicht mehr. Oh. Und was wäre, wenn du jetzt im Finale gewesen wärst? Dankeschön! Oh. Dann wär's anders, ne? Dann wär's anders. Okay. Was gibt's denn jetzt so einiges? Willst du noch in den Club oder was? Nee. Ich geh erstmal schön nach Hause. Gut. Ich esse noch was. Aber war eine tolle Veranstaltung, oder? Bitte? War doch eine tolle Veranstaltung, oder? Doch, war super. Hat mir gefallen. Bist du enttäuscht? Nö, ne? Meine Damen und Herren, Platz Nummer 3 mit 860 Stimmen ist Kipton Importer, Mr. Spandau. Unser dritter Mr. Berlin. Mein Glückwunsch. Genau, du kriegst jetzt von unserem noch Mr. Berlin deine Siegerscharte. So, und jetzt spann uns bitte nicht länger auf die Folter, Ingo. Verrate uns jetzt, wer ist unser Mr. Berlin 2011-2012? Ladies and Gentlemen, hier steht's geschrieben. Seid gespannt. Genießt die Musik und den Augenblick. Platz Nummer 1 mit sage und schreibe
1270 Stimmen hier in den Gropius-Passagen von der einnehmenden Jury gewählt. Es ist Stand Nummer 6, Tobias Schütz! Unser Mr. Berlin 2012. Und natürlich wollen wir noch verraten, Sie wissen es, wer unser zweiter Platz ist, mit 950 Stimmen gewählt auf dem zweiten Platz. Tobias! Tobias! Ja, das also unsere beiden Zweitplatzierten auf unserer linken Seite, die Drittplatzierten auf der rechten. Unser Mr. Berlin steht schon neben mir. Was für ein schönes Paar. Was für ein schönes Paar. Und jetzt wollen wir natürlich auch hier noch ein schönes Paar kreieren. Eine Dame wartet noch darauf, jetzt gleich hier vorne zu stehen. Und bevor ich Ihnen nochmal etwas über die tollen Preise verrate, möchte ich sagen, dass wir so ein Ergebnis, wie wir das in diesem Jahr hatten, wirklich noch nie hatten. Es war jede unserer fünf Damen bei mehreren Jurymitgliedern auf Platz Nummer 1. Und jetzt, lieber Tommy, spiel die Musik für den ersten Platz. Miss Berlin 2011, 2012. Von unserer Jury mit genau 1000 Stimmen gewählt. Sie fährt zur Wahl Miss Germany 2012 in den Europapark. Und unser Bundesland Berlin vertritt die Startnummer Maria! Ganz kurz auf der Mitte der Bühne stehen wir beiden. Das ist also unser Siegerpaar bei der Wahl zur Miss und zum Mister Berlin 2011-2012. Und es gibt eine ganz besondere Tradition bei der Miss Germany Corporation, denn die beiden Kandidaten, die dann zur Wahl zum Germany-Endwahl fahren, die dürfen die deutsche Nationalhymne hören, die sie begleiten soll zur Miss und Mr. Germany-Endwahl. Bitte erheben Sie sich jetzt für die deutsche Nationalhymne. Was wir überhaupt haben. Ein wunderbarer Preis für unseren Sieger, den wir jetzt nochmal persönlich gratulieren. Ich habe schon die eine oder andere Wahl erlebt, aber es ist ein ganz besonderer Moment, wenn die Dinge gekürt werden. Wir leben hier gerade diesen besonderen Moment. Wenn jemand ein Taschentuch hat für unsere Miss Berlin, so wäre es vom Vorteil. Genau, sie kommen auf die Bühne und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Teilnehmern, die es heute leider nicht unter die ersten drei geschafft haben.
Der Salina, was hast du da in den Händen? Ja, meine Damen und Herren, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch übrig, mich ganz, ganz besonders bei Ihnen zu bedanken. Als tolles Publikum, Sie haben unsere Damen und Herren fantastisch mit Applaus unterstützt. Ein Dankeschön auch nochmal an Sponsoren und die Jury zu dieser Veranstaltung und alle weiteren Informationen zum Listencamp. Aber ein Dankeschön, das möchte ich unbedingt noch loswerden. Und das gilt meinem charmanten Kollegen Ingo. Vielen, vielen Dank. Es war wieder ganz, ganz toll, mit dir hier auf der Bühne zu stehen. Und ich hoffe, wir machen etwas draus alle Jahre wieder, oder? Ich denke schon. Und ich wünsche es mir. Und ich denke, dieser Wunsch kann durchaus in Erfüllung gehen. Und mit dem grauen Senior. Den Choreograf muss ich doch auch noch mal kurz sprechen. Oh ja, danke, danke, danke. Also, was kann man dazu sagen? Ergebnisgerecht? Ja, es sind schon Hingucker auf jeden Fall. Ich glaube, die werden Berlin auch gut vertreten. Ne? Ja. Also, ist ja eine Geschmackssache, aber die Jury hat entschieden. Ja. Warum nicht? Wir sind gespannt, was bei der Mr. Germany-Wahl und bei der Miss Germany-Wahl rauskommt. Ja. Und vor allem bin ich gespannt, ob ihr es schafft, im nächsten Jahr wieder so tolle Kandidaten auf die Bühne zu kriegen. Ich hoffe, das war ja eigentlich mehr eine Musclemania-Fitness-Show. Bei dem Männern ja auf jeden Fall. Ja. Als hier eine Mr.-Wahl. Das war echt gigantisch. Okay, ja, vielen Dank. Wer ist denn das da hinten? So, jetzt wage ich mich mal ganz kurz backstage. Ist es ja alles vorbei. Wen haben wir da? Da haben wir die beiden. So sah das also backstage aus hier. Okay. Ja, ich glaube, wir sind nicht ganz so enttäuscht. Aber Interview verzichten wir mal heute drauf. Das ist immer so, oder? So, das erste Autogramm wird geschrieben. Na. Hast aber Glück, du bist der Erste, der ein Autogramm kriegt von ihm. Das? Herzlichen Glückwunsch, Mr. Berlin. Danke. Hat ja alles geklappt. Russisch Roulette gespielt, aber alles gewonnen. Super. So, ich brauche noch mal ganz kurz eine Antwort von dir. Ich hatte dich ja vorhin schon gefragt. Bezüglich des Körperdurchgangs, das war ja heute sehr, sehr krass. Das war ja wirklich wie eine Fitnessmodel-Wahl, oder? Bei den Männern. Wahnsinn, ja. Also es gab keinen Mann, der nicht Stahlmuskeln hatte. Also für einen Otto-Normalverbraucher sieht es aus, als ob das eine Bodybuilding-Wahl war. Also meine Meinung hat sich trotz alledem nicht geändert. Es sah gut aus, es steckt eine Menge Arbeit dahinter, aber ich persönlich lege da nicht so großen Wert drauf und ist nicht so mein Geschmack. Okay. Aber sie haben dafür ein tolles Gesicht. Das wollte ich wissen. Also es bleibt wahrscheinlich dabei, 80-90% der Frauen ist es eigentlich nicht so wichtig, ne, der Körper. Mehr der Brain, oder? Vollkommen richtig, genau. Okay. Also es nützt nichts, wenn man mit einem hübschen Mann zusammen ist, wo nichts rüberkommt, mit dem man sich nicht unterhalten kann. Ich danke dir trotzdem. Ne? Ja. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Eine einsame Tasche steht hier, das wird die Tasche von Tobias sein. Ja. Der gibt nämlich immer noch Interviews draußen. Unglaublich. So, aber das letzte Interview, das gehört mir. Das letzte Interview gehört mir. Licht ist nicht mehr ganz so toll, aber wir wissen, wie toll du aussiehst. Ich habe so viele Bilder von dir. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Hast dich ja lange darauf vorbereitet, muss ich sagen. Ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Also es war ja wirklich Generalstab ein bisschen geplant und es hat geklappt, Tobi. Hat schon einen Moment gedauert, also nach diversen Diäten, die leider immer wieder gescheitert sind, weil Sushi einfach so lecker ist. Ja. Aber hat gereicht. Und was war das für ein Gefühl da oben, als die Sache bekannt gegeben wurde? Zitter, zitter, zitter? Ja. Oder warst du dir sehr sicher? Nee, war auf jeden Fall schon sehr aufregend. Tobi, eine Frage noch. Wie geht's denn jetzt weiter? Wann ist die Endwahl? Die Mr. Germany Endwahl, weißt du das schon? Als was? Als Mr. Germany hoffen wir aber, ne? Ja. Wann ist die Endwahl? Bin mal gespannt. In einem Monat soll ja sein, Dezember. Ja. Wird schon teilnehmen. Na. Mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall hat Berlin einen guten Vertreter. Toi, 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 alles Gute. Ja, wir drücken die Daumen. So, schnell bevor der Akku leer wird, das war's. Mr. Berlin-Wahl ist passé. Drei Athletic-Stars. Im Finale, natürlich hat einer gewonnen, der Tobias Schütz, war wohl auch Favorit, aber es soll sehr, sehr knapp gewesen sein. Also auch Gratulation an Platz 2 Tobias und Platz 3 Kim, ganz große Klasse und mal sehen, wie wir es nächstes Jahr packen. Bis dann.